Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn ich habe aus der Drogerie wieder neue Produkte mitgebracht. Ich habe nämlich von der Naturkosmetikmarke Santé einige Neuheiten mitgebracht, die ich heute gerne mit euch ausprobieren möchte. Wie die Sachen performen, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonnieren würdet. Das geht ganz einfach. Ihr klickt einfach den Button Abonnieren, dann klickt ihr das Glöckchen und dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Und jetzt kommt noch der kleine Disclaimer wie immer. Dies ist keine bezahlte Werbung, keine bezahlte Kooperation oder ähnliches. Ich habe keine Produkte in PR erhalten. Alles, was ich heute benutze, das habe ich alles selbst ausgesucht, selbst gekauft und selbst bezahlt. Und jetzt starten wir mit dem Video. Wie bereits erwähnt, habe ich heute Produkte von Santé mit dabei. Ich werde jetzt als erstes starten mit der BB Cream von Santé. Das ist die Hydro Glow BB Cream. Das ist diese hier. Und die werde ich mir jetzt einfach ganz kurz im Gesicht aufgeben. Die BB Cream hat ein super schönes Hautbild und einen tollen Glow hinterlassen und ich finde, für eine BB Cream hat die eine wirklich sehr gute Deckkraft. Ich mag die ganz gerne, die sitzt sehr schön auf meiner Haut. Die zieht auch schön ein, das heißt, es ist hinterher zwar gepflegt, aber kein speckiges Finish auf der Haut. Als nächstes gebe ich jetzt ein bisschen Concealer auf. Da habe ich mitgebracht von Santé den Mineral Wake Up Concealer, dieser hier, und den gebe ich direkt hier unter meinen Augen auf. Der Concealer hat eine sehr leichte Konsistenz und trotzdem eine schöne Deckkraft. Ihr könnt sehen, der hat hier unter den Augen die Schatten ganz gut abgedeckt. Ein Puder von Santé habe ich jetzt nicht dabei. Ich muss das Ganze aber setten und werde das heute machen mit meinem Puder von Max Factor. Das ist das Facefinity Compact Powder, dieses hier. Und darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Dieses Puder gehört mittlerweile zu meinen Lieblingspudern. Und das Video verlinke ich euch gerne hier oben. Das Puder hat jetzt alles noch abgedeckt, was die Foundation bzw. die BB Cream nicht geschafft hat, da die ja eben nur eine sehr leichte Deckkraft hat. Deswegen benutze ich eben in Verbindung mit einer BB Cream gerne ein Kompaktpuder, da das eben nochmal eine zusätzliche Deckkraft mitbringt. Deshalb können wir jetzt weitermachen mit dem Bronzer. Da habe ich mitgebracht von Santé den Mineral Bronzer. Der ist mit Cocoa Butter und schaut so aus, hat eine super schöne Farbe und den tragen wir jetzt mal auf. Der Bronzer hat eine super schöne Farbe, wie ihr sehen könnt. Das ist sehr sommerlich, ist auch ein sehr warmer Farbton und der ist super pigmentiert. Ich habe genau zwei Schichten aufgetragen und da wirklich auch nur ganz wenig Produkt genommen und man kann sehen, also der hat schon ordentlich Pigment hinterlassen. Als nächstes kommen wir jetzt zum Blush. Da habe ich mitgebracht von Santé den Multi-Effekt Mineral Blush. Das ist dieser hier. Ich mache euch den auch mal auf. Der hat nämlich eine ganz tolle Farbe von innen. Der ist nämlich mit so verschiedenen Karos und soll dadurch auch immer wieder bei jedem Benutzen einen anderen Farbton oder einen anderen Effekt erzeugen. Und das probieren wir doch jetzt auch gleich mal aus. Der Blush hat eine sehr, sehr schöne Farbe, sehr dezent, aber er ist halt auch sehr, sehr wenig pigmentiert. Also wenig nicht im Sinne von schlecht, sondern einfach sehr zart. Und man kann ihn sicherlich auch aufbauen. Ich bin jetzt mit zwei Schichten drüber gegangen, man sieht es nicht ganz so doll. Ich könnte mir vorstellen, dass der im Winter, wenn ich ein bisschen heller bin im Gesicht, dass er dann ein bisschen besser zur Geltung kommt. Aber auch so finde ich ihn eigentlich nicht schlecht und es ist eigentlich eine sehr schöne, sehr dezente Farbe. Jetzt tragen wir mal noch ein bisschen Highlighter auf. Da habe ich auch mitgebracht von Santé den Natural Highlighter. Der schaut so aus und auch dieser hat verschiedene Farben.
Den zeige ich euch auch mal von innen. Der hat also verschiedene Streifen drin mit verschiedenen Farben, verschiedenen Konsistenzen. Und den werden wir jetzt auch gleich mal noch aufgeben. Der Highlighter hat einen echt schönen Glow hinterlassen, könnt ihr das sehen. Also ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der doch einen so schönen Glow macht. Und vor allen Dingen ist es eine sehr schöne, natürliche Farbe, nicht zu aufdringlich, auch richtig gut für den Alltag. Gefällt mir richtig gut. Ich mache jetzt einmal mein Make-up komplett fertig und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. So ihr Lieben, ich habe den Look komplett fertig geschminkt. Kommen wir jetzt mal noch zum Fazit von den Face-Produkten von Santé. Als erstes hatten wir hier von Santé die BB-Cream. Die hat mir sehr gut gefallen vom Auftrag und auch von der Konsistenz her. Das hat sich super schön auftragen und verblenden lassen, hat ein super schönes Hautbild hinterlassen und auch einen sehr, sehr schönen Glow. Danach habe ich den Concealer aufgetragen von Santé. Auch der hat eine sehr leichte Konsistenz, aber trotz allem eine sehr gute Deckkraft. Und hat mir auch wirklich gut gefallen, denn er hat das gemacht, was er machen soll, nämlich meine Augenschatten abdecken. Dann hatten wir von Santé den Mineral Bronzer, diesen hier. Auch dieser hat richtig viel Pigment und lässt sich ganz toll auftragen und ausblenden. Hat eine sehr schöne Farbe, ich zeige es euch hier nochmal. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat sich auch, wie gesagt, sehr schön ausblenden lassen, sodass da auch keine Flecken oder harten Kanten entstanden sind. Hat mir unfassbar gut gefallen. Dann hatten wir den Multi-Effekt Mineral Blush, das war dieser hier. Der hat eine sehr, sehr schöne Farbe, sehr dezent, sehr leicht, auch nicht zu stark pigmentiert. Man sieht ihn heute nicht ganz so gut auf meinen Wangen. Ich könnte mir aber vorstellen, bei Leuten, die eine etwas hellere Haut haben, beziehungsweise wenn ich im Winter den benutzen werde, dann wird man den auch sicherlich besser sehen. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Produkt, ein sehr dezentes Produkt und man kann den auch richtig schön im Alltag verwenden. Dann hatten wir als letztes noch den Highlighter. Auch dieser hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der hat eine sehr schöne Alltagsfarbe, hat sich wirklich toll ausblenden lassen und hat auch einen wirklich schönen Glow auf der Haut hinterlassen. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass der noch softer und noch weniger sichtbar ist. Aber so wie der es sich hat auftragen lassen, auch so wie die Farbe jetzt ist, das hat mir sehr gut gefallen und finde ich für den Alltag genau die richtige Farbe und die richtige Konsistenz. Die Produkte von Santé haben mir allesamt gut gefallen und deswegen kriegen die auch von mir einen Daumen nach oben. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß, bis zum nächsten Mal.